Ich will ihn sehen. Verdammt, verdammt. Ja, und damit willkommen zurück zu Gothic 2. Mein Meister wird dich vernichten. Deine lächerlichen magischen Kunststückchen werden dich nicht retten. Die Nacht des Raben. Ein beklemmendes Gefühl befällt mich. Mhm. Ist mir egal, ich werde mich jetzt nicht mit dem da anlegen. Das ging ja schon mal gerade so gut bei dem Steinkreis bei Lobartshof. Nee, lass mal. Und hier habe ich keine Deckung, richtig? Ich werde mich mit diesen Typen erst anlegen, wenn ich wieder einiges an Stärke zugelegt habe. Also wenn ich mehr zaubern kann, wenn ich mehr kämpfen kann. Und sorry, dass es nicht geklappt hat mit hier hinlaufen und offscreen heilen. Das liegt ganz einfach daran, dass der Typ mich sofort angesprochen hat, nachdem ich die Folge beendet habe. Das heißt, naja, ich wollte das halt einfach nicht weglassen, sondern, ne? Ist er und so. Ja, ich will ja, dass ihr alles seht. Ich will das ja alles festhalten. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie schneller heilen. Weil, oh, was ist das? Was ist das denn? Das ist gar nicht die Höhle, die ich will, oder? Ist das eine andere Höhle? Gibt's hier zwei Höhlen? Oh mein Gott! Gibt's hier zwei Höhlen? Echt? Oh mein Gott! Was ist das denn für eine Höhle? Hoffentlich ist hier nicht so ein Schattenläufer oder sowas. Zombie. Na, klasse. Na, super. Mit dem kann ich ja voll viel Schaden machen. Naja, zum Glück ist er relativ langsam. So, das heißt, ich kann hier gemütlich die Sachen... Okay, nicht alle. Leider nicht alle. Nee, darauf habe ich irgendwie gerade keine Lust. Ach, guck mal. Das ist direkt neben der Höhle. Ja, tschüss, Zombie. Nö, vergiss es. Du bist mir zu stark. Ich gehe jetzt zu den Wassermagiern. Und dort werde ich, wenn mich nicht alles täuscht, eine Runde schlafen können. Waren hier nicht so... Dingens und so. So eine Liege, so ein Bett. War das nicht hier? Doch, genau. Wunderbar. Hab ich's mir doch überlegt. So, 18 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt erstmal bis zum nächsten Morgen schlafen. Und Albträume verwehren mir Erholung. Das heißt, mein Mana und mein Leben sind nach wie vor angeschlagen. Na, klasse. Dann bin ich jetzt wohl angeschlagen. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Ja, was ich sagen wollte, ist, ich bin jetzt befallen von diesem dämlichen Fluch. Und, tja, da gibt's doch nicht so wirklich eine Heilung. Ich könnte aber im Kloster anfragen, ob die vielleicht was wissen. Dafür muss ich mich allerdings teleportieren. Das heißt, ich brauche einmal 10 Mana. Ja, das werde ich mal tun, sobald ich hier jetzt fertig bin mit den Wassermagiern. Ich hoffe mal, hier geht's nicht gleich direkt weiter mit irgendwie Action oder so. Dann kann ich mir das Ganze heilen und mich sparen. Ich könnte auch direkt zum Kloster und danach hier zurück, aber... Nee, das dauert zu lang. Das sehe ich nicht ein. Nö. Komm schon, Nefarius. Lauf doch mal schneller. Was ist denn? Warte mal. Mach mal hinne. Kann ich ihm nicht sagen, dass er schneller machen soll? Ist ja blöd. Kann ich schieben vielleicht? Verdammt. Nein, das funktioniert nicht. Oh Mann. Oh Mann. Ist das langsam. Wo läuft er denn hin? Ich kann hier mal eine Fackel nehmen. Hier unten ist so dunkel. Fackel. Ein lila Beutel mit 100 Münzen. Hui, wo habe ich denn den her? Okay, wo läuft der hin? Wo sind die anderen? Sind die anderen wenigstens hier? Ach, da vorne. Ja, okay, alles klar. Er läuft hier hin. Die Hacke.
Hacke? Wo ist die Hacke hin? Wo ist die Hacke hin? Hey! Ah. So. Und nun geh zur Seite. Wie freundlich von dir. Dankeschön. Geh einfach mal zur Seite. Wir kriegen das ohne dich hin. Wo ist die Hacke? Die ist weg. Da ist die Hacke. Na, kann sie nicht benutzen. Schade. Ich hätte hier so ein bisschen Unkraut gehackt, während ihr euch um den um das Ornament kümmert. Ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Okay. Ihr habt es zusammengesetzt. Das sah meiner Meinung nach eher so aus, als hättet ihr es gesprengt. Aber gut. Warte mal. Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei. Okay. Yo, Saturas, ne? Gib mir mal das Ding. Hey. Was machst du hier? Diese Hallen, die in... Hab ich mit dem nicht schon gequatscht? So, das da. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein eindeutiges Zeichen übermittelt, das dir zu trauen ist, werde ich den Ring bei mir behalten. Was? Hey, du. Hallo? Ich hab das Zeug gefunden. Was sind das für seltsame Erden? Das ist ein... Das kennen wir doch alles schon. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Ja, komm schon. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Solange Vatras mir kein... Oh Mann! Ernsthaft? Was muss ich denn da... Was muss ich denn da... Vatras, die Wassermagier, hier... hab ich das schon gemacht? Der Ring des Wassers. Saturas ist nicht bereit, mich aufzunehmen. Vatras soll das machen. Okay, pass mal auf. Dann gehe ich jetzt erstmal zum Kloster. Und lass mich von diesem seltsamen Gefühl heilen. Und danach gehe ich in die Stadt und werde mal mit Vatras eine Runde quatschen. Vielleicht kann er mir ja jetzt direkt weiterhelfen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Werden wir ja sehen. So, Moment, wie war das mit den Suchenden? Was ist überhaupt hier? Wie ich soll ins Kloster kommen? Zu Pyroka, okay. Ja, okay. Und ich glaube, ich habe so einen Almanachen noch dabei, den er will, ne? Genau. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Und denke daran, ab und zu in meinen magischen Brief zu sehen. Es ist möglich, dass sie es auch noch bei anderen versuchen werden, die bisher noch nicht in den Almanachs zu lesen waren. Heile mich, Meister, denn ich bin besessen. So sei es. Nimm diesen Trank. Er wird dich von deinen bösen Träumen befreien. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Handel in seinem Sinne und hüte dich vor dem bösen Blick des Feindes.
Das war ja einfach. Ich fühle mich erlöst. Sehr gut. Dann würde ich mal als allererstes... Das kann ja nicht ewig sein. Ja gut, mein Mana kann ich gerade maximal um 5 Punkte steigern. Davon habe ich nichts. Ich würde jetzt sagen, ich gehe eine Runde pennen. Ich hau mich eine Runde aufs Ohr. Und dann gehe ich in die Stadt und rede mit Vatras, ne? So, bis Mittag. Ich will ja nicht so ewig viel Ingame-Zeit verschwenden. Und dann sofort wieder aufstehen und vielleicht kurz mit Laris reden, wenn ich schon mal hier bin. Er gehört ja auch zum Ring des Wassers. Hey, du! Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Ach so, ja, das kennen wir. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen würde. Da gibt's auch nichts Neues. Vielleicht muss ich... Gott, muss ich die finden? Bevor Vatras mir seinen Segen gibt. Sein Vertrauen ausspricht. Soll ich mich denn noch alles... Ja, na gut, dann gäbe es ja noch die Banditen in dem Talkessel unten, ne? Hinter den Bauernhöfen. Vielleicht haben die ja irgendwas damit zu tun. Da war ich ja schon mal vor sehr langer Zeit. Da könnte ich ja nochmal hingehen. Ich bin ja jetzt stärker. Und mich mit denen anlegen. Das sollte klappen. Mittlerweile bin ich ja gut genug. Vielleicht haben die ja irgendwelche Hinweise. So, hier, Waffenhändler. Hab ich doch, oder? Ich hab doch Beweise. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Bisher noch nicht. Dann beeil dich und berichte ihn davon. Das muss unverzüglich aufhören. Okay. Hier, Steintafel? Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Erzähl mir etwas über den Ring. Als Anwalt, aber ich werde dir... Das hatten wir alles schon. Und dann... Wegen hier noch... der Vermissten... Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Nee. Ja, super. Okay, das war's dann wohl, ne? Also, gut. Dann zum Großbauern. Das mit Martin werde ich mal noch ein bisschen rauszögern. Stattdessen werde ich jetzt mal zu den Banditen da hinten gehen. Oder, warte mal, ich habe jetzt mittlerweile meine gute Waffe. Ich kann zweimal zaubern. Ich könnte ja hier mal so eine kleine Quest erledigen, die ich schon ewig mit mir rumschleppe, nämlich... wie ist sie denn, aufs Maul? Genau, Bulko hätte auf die Schafe von Pepe aufpassen sollen. Ja. Mittlerweile fühle ich mich stark genug, um das mit Bulko aufzunehmen. Ich hoffe mal, ich täusche mich dabei nicht. Ich kann das nicht glauben. Ich mach das einfach mal. Weil ich ein kleiner Schisser bin, werde ich aber trotzdem vorher speichern. Nur um sicher zu gehen. Und ja, dann mal schauen, was passiert. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Ach stimmt, da war und ja was. Soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Was? Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden. Du? Okay, wenn ich sage, nicht von hier weggehen, dann wird er mich wahrscheinlich verprügeln. Und das kann ich danach wahrscheinlich immer noch machen, oder? Ich werde nicht von hier weggehen. Ja, dann müssen wir nochmal darüber reden. Ja? Okay, er greift mich an. Gut. Dann werde ich ihn mal weglocken von hier. Komm her, Bulko, folge mir. So folge er mir. Jetzt klettert er da drüber. So, weil ich denke mal, die anderen sind nicht allzu begeistert davon, wenn ich hier Magie anwende. Aber hier außerhalb kriegt es ja keiner mit. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich meinen Mana wieder auffülle. Weil ich denke mal, im Nahkampf wird er mich, im Nahkampf wird er mich wahrscheinlich ziemlich verprügeln. So, hat er losgelassen? Hat er aufgehört? Ja. Er verfolgt mich nicht mehr. So, dann 50 Mana zu mir. Und... jetzt krieg ich's. Zwei Feuerstürme zu Bulko. Reicht das schon? Ist die Frage. Reicht das schon, um ihn zu töten?
Also um ihn zu besiegen. Ich will ja nicht töten. Ich krieg dich noch! Ich will den nur besiegen. Mach das mal so. Ja, da, ja, genau. Nee, lass mal. Jetzt bin ich gerade sehr froh darüber, dass ich hier hinten, hier oben, die ganzen Gegner schon beseitigt habe. Ich krieg dich noch! Sonst hätte ich ihn vielleicht im Lager bekämpfen müssen. Das wäre sicherlich nicht gut gegangen. Mit Magie zumindest. Ey! Ey! Oh mein Gott, war das knapp! Einem Treffer! Ach du Heilige! Oh mein Gott, war das knapp! Oh Mann! Ja, ich futter mal den ganzen Bären, während er wieder zu sich kommt. Ich hab eine Fischsuppe, wo hab ich denn die her? Weg damit! Ich brauch doch hier keine Fischsuppe. Ich brauch das ganze Gedöns nicht. Ich will vor allem das Zeug hier loswerden. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Was denn? Warte mal. Sagt dir der Name Pepe etwas? Ich kapier zwar kein Wort von dem, was du da faselst, aber dein Ton gefällt mir nicht. Du hättest auf seine Schafe aufpassen sollen. Was interessieren mich seine Schafe? Lee interessieren sie. Worauf willst du hinaus? Wenn du mir weiter auf den Keks gehst, werde ich dafür sorgen, dass du die Schafe bezahlen musst. Wenn du also auf deinen Sold Wert legst, lass mich in Zukunft zufrieden. Du... Ja? Mieser kleiner Penner. Warte mal. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Hör zu, du hast gewonnen. Jetzt lass mich in Ruhe. Na gut. Ich habe gewonnen und er passt hoffentlich wieder auf die Schafe von Pepe auf. Ja, dann werde ich doch mal mit dem eine Runde reden. Aber hier habe ich mich noch nie umgeschaut. Ich bin immer nur relativ... Ach, guck mal. Siehst du mal, hat sich doch gelohnt. So ein bisschen erforschen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich mag Spiele, die erforschen belohnen, indem sie an allen möglichen Stellen einfach irgendwas verstecken. So, was habe ich denn hier jetzt alles gefunden? Es war, glaube ich, ein Kriegsbeil. Ein Lederbeutel war dabei und ein paar Schriftrollen. Schauen wir mal. Ein Lederbeutel mit 50 Münzen. Dann noch einer mit 25. Boah, ist okay. Kann man machen. Die Uhrzeit sagt 13.34 Uhr. Das heißt... Oh, Pilze. Pilze sind super. Und ich habe mal nachgeguckt, ich muss 50 Pilze essen, um 5 Mana zu kriegen. 22 muss ich derzeit noch essen für die nächste Stufe. Das heißt, ich kann damit jetzt schon 3-mal meinen Mana um jeweils 5 steigern, also um 15. Dann habe ich ja noch den Trank, der mir 5 Mana bringt. Also kann ich 20 Mana schon mal erhöhen. Und dann kann ich noch bei den Innos Schrein beten und krieg auch noch mal Mana. Bulko hat seine gerechte Strafe erhalten. Ich habe ihm eine Lektion erteilt. Das hat das Schwein verdient. Wie geht's dir und deinen Schafen? Ich habe die seltsamsten Dinge gehört. Bei Sekop sollen recht düstere Gestalten aufgetaucht sein. Sie belagern sein Haus. Ja, das habe ich schon gehört. Genau. Wie gesagt, also genau, 20 Mana habe ich gerade schon im Inventar, die ich erhöhen kann. Und dann kann ich an den Innos-Schrein, glaube ich, nochmal 20 Mal oder 10 Mal beten für jeweils einen Mana. Damit kriege ich dann, glaube ich, auch nochmal 20. Also kann ich schon mal meinen Mana um 40 erhöhen. Noch mehr Ärger kann er ohne Lernpunkte. Und ich werde damit natürlich warten, bis Mana 5 Lernpunkte kostet, denn dann spare ich 40 mal 5, ne? Das sind viele. Gott, Kopf rechnen! Junge! 40 mal 5. 200! 200 Lernpunkte! Beziehungsweise spare ich mir. Wenn ich es aber jetzt steigere, dann spare ich nur 40 Lernpunkte. Das heißt, in Summe spare ich dann 160 Lernpunkte, wenn ich es nachher statt jetzt mache. Und 160 Lernpunkte entspricht 16 Levels. Ich bin dann sozusagen, wenn ich jetzt das Mana noch nicht steigere, nachher 16 Level stärker. Zumindest bezüglich der Mana-Menge. Gegenüber, wenn ich das Zeug jetzt nehme. Ja, ne? So ist das. Und genau, jetzt laufe ich zu den Banditen da hinten. Die müssten... Ach nee, warte mal. Blödsinn. Ich glaube, ich habe da noch was vergessen in der Taverne. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dort. Vielen Dank fürs Zuschauen.